Hallo, ich heiße Dieter Lapinske und ich möchte euch heute den MicroGator zeigen. Das ist unser MicroGator. Der arbeitet voll elektrisch mit einem 400 Volt Fräsmotor. Der ist sehr leistungsstark und effizient. Durch diese 400 Volt können wir auch unser Versorgungskabel wesentlich dünner und leichter halten und wir können 150 Meter Kabel realisieren. Wir haben einmal unsere Arbeitskamera, die den Arbeitsvorgang beobachtet. Durch den ständigen Luftstrom haben wir keinen Dreck auf der Linse. Und wir haben eine Frontalkamera, die schon bei der Einfahrt Hindernisse im Rohr erkennen kann. Wir haben die üblichen vier Freiheitsgrade. Das Drehmodul dreht 400 Grad auf ab, Fräsmotor nach vorne abkippen. Und die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung realisieren wir über das Fahren. Die Batterieladung kostet 10 Euro und reicht für einen ganzen Arbeitstag. Um den Roboter an die verschiedenen Durchmesser anzupassen, haben wir auch unterschiedliche Anbauteile wie verschiedene Radsätze, Distanzstücke, Anpressrollen, Zusatzgewichte. Für die verschiedenen Fräsarbeiten natürlich auch verschiedene Fräser. Und wir haben für kleine Rohrdurchmesser auch noch einen kleineren Fräsmotor. Und für die großen Durchmesser haben wir einen Fahrwagenzusatz. Ja, jetzt fange ich dann mit meinem Adapter den Packer ein, transportiere ihn vorwärts, kann positionieren, wo der Zulauf sein soll oder die andere Seite. Wenn das Hutprofil aufgeblasen ist oder positioniert ist, dann kann ich wieder aus dem Packer, dann kann ich wieder freilassen, fahre den Roboter raus. Und das war's. Es gibt weitere Anbaumöglichkeiten, wie zum Beispiel für Quicklock oder auch für die Orion-Kamera, um die Sanierung gleich zu dokumentieren. Soweit bis hier. Jetzt fahren wir auf der Baustelle arbeiten. So, wir sind jetzt hier im Bedienraum und mit dieser Steuerung kann ich die Roboteranlage sowie auch die TV-Anlage steuern. Auf diesem Monitor sehen wir hier einmal den Fahrwagen-Innendruck. Hier sehen wir den Rollwinkel, der besagt, in welcher Position sich der Fahrwagen im Rohr befindet. Hier kann ich die Drehzahl für den Fräsmotor ablesen, der sehr geräusch- und emissionsarm ist, was wiederum gut für die Bediener ist und natürlich auch für die Anwohner. Hier kann ich noch bei Bedarf einen Lüfter dazu schalten, der dann auch die Staubentwicklung im Rohr herausbläst. So, auf diesem Monitor haben wir das Aufzeichnungsprogramm und da können wir dann wie im TV-Protokoll unsere Arbeit dokumentieren. Ich starte hier mal die Aufnahme.
Besten Dank fürs Zuschauen. E-Bug.